So, hallo zur zweiten Folge DayZ. Ja, wieder mit den alten Leuten und wir stehen da, wo wir jetzt letztes Mal aufgehört haben. Und jetzt geht's weiter. Genau. Genau. Genau, und wir haben uns entschieden, also wir sind ja hier neben dieser Militärbasis ausgelockt oder was es auch immer ist. Die werden wir jetzt nicht mehr looten, wir machen uns direkt auf den Weg zum großen Airfield und wollen uns da ein bisschen ausrüsten weiter. Genau, und auf dem Weg dahin laufen wir noch kurz bei dem großen Funkturm vorbei. Und vielleicht sehen wir noch ein paar Tiere unterwegs oder ja. Finden so ein Messer Lassen zum wir uns einfach Jagen. überraschen, würde ich sagen. Dann laufen wir auch gerade mal los. Genau. Und zwar nimmt, muss man sagen, heute nimmt nicht nur Leon auf, sondern ja, Apophysis auch. Ja. Ja, also könnt ihr es heute aus zwei Sichten die zweite Folge anschauen. Vielleicht nehme ich auch mal aber wieder auf die dritte Folge oder so. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ah, da sind auch schon ein paar Häuser, sonst gucken können wir mal gucken, ob wir irgendein Messer oder sowas finden. Wäre ja ganz Genau. geil. Könnten ja Da noch in könnten die wir auch. Städte gehen, also dann kommen ja noch ein paar Städte Ja. dazwischen und da auch noch ein Geht. bisschen die Allerdings. Polizeistationen looten. Genau, weil in den kleinen Häusern ist ja so gut wie nichts. Wenn man daran denkt, dass man als Noob, oder wenn man nicht so viel Okay, da vom Spiel geht's. versteht, noch denkt, in den Gehendes kleinen Rote Häusern ist was und gegenüber, in jedes reingeht. Geh hoch. okay. Hier liegt eine Jacke oder Oh, so, hier was ist ist das? eine neue Mütze. Black. Ah, ne, die ist doch nicht neu, glaube ich. Blue Keine Ahnung. Cargo Pants. Hier was? Wo ich vorhin die Bäume gefällt habe, habe ich jetzt jeweils habe ich sechs Wooden Sticks. Ich will aber keine Wooden Sticks haben. Loa, du bist in dem Haus hier drin, ja? Ja, ich bin in dem anderen. Ah, da, okay, alles klar. Lol. Ich muss Nichts. sagen, die haben ja auch schon ein bisschen so Crafting-System hinzugefügt. Man kann die sich jetzt auch aus Bandagen und so und mit diesen Stöckern auch so eine Schiene bauen. Und da kann man auch Leon, warst du gebrochene, unten drin? ja, da kann man auch gebrochene Arme oder Beine wieder heilen. Genau, das habe ich auch schon gemacht. Und zwar, als ich von einem Zombie leider so geschlagen wurde, dass mein Arm gebrochen wurde. War es sehr gut. Also von davor braucht man, was brauchte man davor? Morphin oder Painkiller? Ich weiß nicht mehr. Painkiller war doch für Schmerz. Morphin war es doch, oder? Ja. Also wenn dein Arm nur angebrochen wurde, dann konntest du halt Painkillers nehmen, aber ja, die Wirkung war jetzt auch nicht super. Ich guck gerade mal auf meinem Kompass, wo wir denn so hin müssen. Hier, ich guck auf meinem Kompass, ja. Okay, gut. Ist eine Rotten Kiwi oder eine Tomate? Rotten Tomato, aber pristine, ja. Hier liegt doch noch was unten. So, ich habe zwar Mealbugs. eine Machete dabei ja noch und vielleicht kann man ja damit Stimmt, ja die doch, das ist Gegner, eine aber Machete gefunden. ah, Ja. das ist sehr gut, ja, Ich das musste könnte. ich mein Inventar ein bisschen umräumen. Ich Lass hier die hab ganzen Stöcke hier liegen. noch ein bisschen Platz, nur hast du irgendwas weggeschmissen? Ich habe sogar Nö, ich noch habe nur Stöcke. die Stöcke habe ich Ach so, okay, also weggeschmissen. klar. Die brauche ich ja nicht. Gut. Und sonst kann man ganz schnell wieder welche holen. Also. You like having a drink. Das stimmt bei mir auch. Ja, viel lecker. Drink. Drink, drink. Also ein Brunnen wäre auch wieder nicht schlecht, weil ich Ja. habe noch ein zweites Kantin, das nur zu 10% gefüllt ist. Müssen wir Ach, nochmal wieder ja, ich habe auffüllen. drei so Kantines, also kann noch welche abgeben. Eine Trinknot werden wir nicht bekommen, glaube ich erstmal. Nee. Allerdings zu essen ist etwas knapper, da sollten wir immer mal was finden. Also ich habe ziemlich viel, also Essen mangelt Also mir hier Essen auch. reicht Gut, bei bei mir mir ist auch es genau erstmal. andersrum. Bei mir habe ich viel trinken. Aber lass mal nicht so Ja. direkt neben der Straße laufen. Huch. Lass mal oben. Hang entlang.
Spieler Beißer. Das ist der von. Von wem? Ich habe schon wieder vergessen, wer war noch der Beißer bei der WM? Luis Suarez. Genau. Das ist bestimmt sein DayZ-Account. Ja. Natürlich. Weißt du, der hat keine Waffe. Der müsste aber noch den Knochenbrecher geben. Nee, der hat keine Waffe oder keine Axt. Der hat nur. Der beißt einfach die anderen Leute. Ah, dann beißt die Zombies tot. Genau. Springt auf den Kopf zu und dann. Ja. Die anderen Spieler auch. Ich glaube, wir müssten ein bisschen rechts. Ja, sieht man eigentlich den großen Punktturm von hier irgendwo schon? Nee, oder? Nö, das ist noch ein bisschen. Kommt da nicht noch irgendwie so eine Zellnugorst oder so und sowas? Ja. Da eigentlich auch eine relativ große Stadt oder eine größere. Könnte man da vorbeischauen. Ja. Gibt ja eigentlich fast auf dem Weg. Da lässt sich bestimmt auch was finden. Hier links ist auch noch eine ganz gute Stadt. Ich meine, da gab es eine Polizeistation, oder? Ich meine. Ja, die können wir dann ja looten. Der Server ist jetzt nicht so voll, aber. Geht. Ja. Weiser ist auf jeden Fall wieder da. Weiser. Der Beiser. Nachdem er gebissen hat, ist ein Zahn abgebrochen. Jetzt ist er nicht mehr der Beiser, sondern der Beiser. Kommt ein Zombie, da kommt ein Zombie. Und schlagst tot. Na, ich frage mich, ob diese neuen Westen, die schwarzen, die sehen auch wie so aus wie so Schutzwesten. Welche Schutzwesten? Ich glaube nicht. Vielleicht, ich glaube, schützen die ja mehr. Es ist nicht, also. Noch nicht so weit. Aber es kommt sicher alles noch. Ja. Wir, noch also, wir haben ja auch schon mal auf einem Hardcore-Server haben ja schon mal eine Schutzweste gefunden, gell? Ja. Ja. Eine richtige, aber die Wirkung haben wir immer noch nicht rausgefunden. Ja, hat. Wir wurden dann noch nicht beballert. Ich habe gerade keine Ahnung, wo wir sind. Ich glaube, das ist. War doch auf dem Schild. Ja, habe ich gerade, aber. Naja, egal. Wir laufen schon wieder auf der Straße. Ja, komm, es ist ein kleiner Weg hier. Ja. Wir laufen komplett falsch. Okay, was heißt komplett? Nein, naja, lass mal die Straße lang laufen. Kommt halt drauf an. Ja. Sag mal, wo ungefähr der Funkturm ist. Ja, links, ein bisschen. Dann können wir die Straße hier jetzt hochlaufen, oder? Jo. Das ist schon schön hier, die Aussicht jetzt an die Seite. Ja, dass ich sie nicht so weit gestellt habe. Nun ja. Wie weit ist es denn noch bis zum Funken? Oh. Weiß es einer oder so? Bis zum Funkturm ist noch ein bisschen, aber vorher kommt ja noch Zelenogorsk. Oder Zelenogorsk, genau. Zelenogorsk. Da gab es doch auch noch ein Gefängnis, gell? Barack. Nein, Gefängnis und Baracken, glaube ich. Auch so ein kleines Militärding, aber. Lässt sich vielleicht was finden. Oh. Ah, dieses Laufen ist ja nicht allzu spannend, aber Zelenogorsk looten sollte doch dann ganz witzig sein. Naja. Ja, auch. So eine schöne Aussicht hier. Ja. Irgendwie kommt mir die Landschaft aber ungewohnt vor. Sind wir hier an den Weg, sind wir noch nie entlang gelaufen, gell? Ja, vor allem Ding irgendwie kommt mir das so irgendwie so flach vor. Ist das da die Küste? Lol. Ist rechts irgendwie die Küste oder so? Ah. Nö. Nee, ist. Da geht's einfach in ein Tal runter und wir sind. Renn ich gerade zu schnell, Alter. Bern, weil du dein Turbo an hast, oder? Okay, nein, du bist immer noch schneller als ich, obwohl ich ihn jetzt auch anhab. Ja, eben. Oh. Vielleicht haben sie eingebaut, dass wenn man einen Drink braucht oder so, dass man dann langsamer läuft. Ist denn rechts da für ein Hochhaus? Müsste ja eigentlich. Hier kommt jetzt der Mega-Sprinter und zieht dann euch allen vorbei, ja. Natürlich, ohne irgendwas in der Hand.
Na, wenn es ist. Übrigens, Thirsty ist bei mir jetzt schon rot, warte ich. Ja, sonst halt mir gerade mal an. Und dann nutze ich das auch gerade und trink mal was. Hattest du eigentlich gerade deine Waffe anvisiert, Leon, oder? Ja. Also, ach. Weil ich hatte die Waffe gerade die ganze Zeit anvisiert, vielleicht liegt es ja daran, dass man schneller rennt, aber. Ja, ich hatte auch anvisiert. Es trinkt er da irgendwie nicht. Bei mir auch nicht. Jetzt. Rasputin. Gut. Das war jetzt so gut. Ja. Leon, wo bist du eigentlich hin? Ich sitze immer noch hier im Busch. Achso, du sitzt im Busch, okay. Ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ich auch nicht. Was glaub, ist das? Ein kleines Haus. Häuser? Hinten ist so eine Fabrik oder so eine Halle halt. Was heißt eigentlich nochmal, I take a swig from the water bottle? Ich trinke einen Schluck oder sowas. Achso, ja klar. Ich bin immer noch thirsty, obwohl ich jetzt dreimal vom Water Bottle getrunken habe, davor zweimal Rasputin. Da kommt ein Zombie angerannt von dem Haus. Ja, oh, ja, da kommt ein Zombie. Aus welchem Haus? Ah, das warte, ist ein Pack. Warte. Wo ist du? Ah, da ist das Zombie. Warte, er rennt hinter euch. Geht mal weg. Dann, ja. Ja, müsst ihr den gehauen. So, jetzt. Okay, nice. Ja, okay, komm, wir später gehen, oder? Ja. Jetzt bin ich auch irgendwie schneller. Ich glaube, es liegt daran, wenn man anvisiert, ist man langsamer. Und kann sie haben, die es irgendwie so gemacht, dass man schneller wieder durstig wird, wenn man rennt. Hm, glaube ich nicht. Das sagt nämlich schon wieder, I want to drink something. Obwohl er gerade erst was gesoffen hat. Ich bin auch schneller als du. Ja, ich weiß nicht. Hat den Turbo aktiviert ansonsten? Nee, momentan habe ich den Turbo gerade nicht aktiviert. Schon, ich bin schneller als so. Ah, da oben ist so eine Halle oder so. Ja. Sind wir wieder gleich schnell. Sind ja auch nur so kleine Feldwege hier. Ja. Da ist ein Turm, ein einsamer. Also von der Richtung her ist es schon eigentlich richtig. Ja, momentan haben wir also ein bisschen. Aber wir haben es immer so gemacht, dass wir nach den Wegen auf einer Karte gegangen sind. Aber jetzt, wo wir einen Kompass gefunden haben. Oder wir wäre vielleicht ein bisschen übermütig und sind einfach mal so in die Wildnis gelaufen. Wo wir natürlich jetzt versuchen könnten, ein Tier zu jagen. Da mit dem, der Machete. Du auszunehmen und so. Ja, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Ja. Oder braucht man dazu so ein Hunting Knife? Nö, eigentlich, also mit einem Messer geht's auf jeden Fall. Dann kannst du dem Tier hingehen, das häuten und so. Kriegst auch die Haut von dem Tier, dann kann man auch irgendwas craften, aber ich glaube, das wurde noch nicht so groß eingebaut. Und du kriegst halt, ich glaube, wir sind gerade irgendwie ganz falsch gelaufen. Möglich. Kann schon sein. Wow. Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Warte mal,
Ich bin gerade irgendwie 20 Meter nach rechts, nach links gebackt und in die falsche Richtung gelaufen. Wenn jetzt hier irgendwo ein Brunnen ist. Ja, das dachte ich mir auch, dass wir ja bei dem Ort sind, ja. Aber sieht eigentlich nicht so aus. Jetzt wären wir nämlich eigentlich zur Küste gelaufen. Hier sind solche Heuballen auch überall auf den Feldern hier. Das haben sie, glaube ich, auch neu gemacht. Okay, hier ist irgendeine Mütze. Ein Cleaning Kit braucht niemand. Ruhe. Was zu trinken? Hier ist nichts mehr. Hier liegt noch was zu trinken, Leon, falls du es brauchst, gell? Ja, warte. Wo? Ah, da hinten ist der Funkturm. Perfekt, okay, alles klar. Ich hab's schon. Dann sind wir doch richtig gelaufen. Würde ich sagen, dann laufen wir einfach schnurstracks auf den Funkturm zu, oder? Ja. Müsste der ist ja auch irgendwo ein Zellnogorst. Ja, links davon, da würden wir aber dann vorbeilaufen. Ja, jetzt sind wir sozusagen, wir sind jetzt einfach mal durch die Wildnis gelaufen. Praktisch. Wir haben Zellnogorst ausgelassen. Ja, Zellnogorst ist eher links vor uns. Also da sind wir noch gar nicht vorbei. Können wir noch einen Abstecher machen? Ja, kommt drauf an. Lass erstmal den. Ja, oder. Ja, lass uns erstmal den Funkturm looten, würde ich sagen. Weil ich brauche halt auch noch Munition, weil ich habe halt einfach gar nichts. Ja, beim Funkturm ist ja das Gefängnis, Prison und so. Oh. Doch, einige hübsche Sachen. Da werde ich dann auch mal wieder was trinken. Aber es muss so sein, dass man irgendwie schneller wieder Durst bekommt, wenn man rennt. Ich habe schon wieder Durst. Also bei mir sieht es eigentlich immer noch gleich aus. Bei mir eigentlich auch. Moment. Ich habe hier vorher mal kurz was getrunken und jetzt fühle ich nicht mehr flüssig. Das wird auch wieder lustig, da erstmal den Berg da wieder hochzurennen. Oh nee. Na, da stehen, da sind ja Tiere. Wo? Oh. Nö. Ich habe auch gehört, wenn du aufs Tier drauf schießt. Dann geht das Fleisch kaputt oder so. Dann kannst du es nicht mehr essen, oder? Ah. Da sollten wir vielleicht doch versuchen, es mit der Axt oder mit einem Messer zu töten. Ja, bei einer Kuh. Ja, eine halbe Stunde lang. Ja, nee, bei einer Kuh geht das ja noch, aber bei so einem Hirsch, der viel schneller ist, ne, wird's schwer. Gott. Bräuchte man vielleicht den Bogen. Tier, ja. Ja. Oder halt die Armbrust. Wenn es damit vielleicht auch geht. Die wir immer noch nicht gefunden haben. Ja. Vor allen Dingen, um das dann zu kochen, sag ich mal, oder zu grillen, braucht man entweder so ein Cooking Pot und so ein Gasbrenner und so. Oder man macht sich halt ein Lagerfeuer. Lagerfeuer macht man aus Stein und so. Ja, und Holz. Streichhölzern, glaube ich. Ja. Allerdings, braucht man, um Steine abzubauen, eine Pickaxe. Also eine Spitzhacke, und die haben wir zwar schon gefunden, aber bisher noch nicht mitgenommen. Weil wir irgendwie, ja, lieber unsere Äxte behalten wollten. Man kann halt nur entweder eine, also man kann schon eine mitnehmen, aber braucht halt sehr viel Platten in der Tat. Ja, hier, nach Greta, da braucht man ein bisschen was weg. Aber da ich jetzt schon unnötiges Holster hatte. Ja. Noch geht's ja mit dem Hochlaufen. Ja, hier ist auch recht flach. Jetzt ist bei mir gerade langsamer. Bin ich mal gespannt, ob uns da etwas erwartet oder ob es einfach nur schön friedlich ist. Ja, das weiß man halt nie bei Daisy. Die finde ich auch ganz cool drin. Man weiß nie, was einen erwartet, wenn man um die Ecke geht. Die bin. Dann wird halt ein Spieler stehen, der einen abknallt oder einer, oder der nett sein ist. Obwohl ich leider nett ist, dass viele meist was schießen und dann Fragen stellen. Das finde ich etwas schade, aber. Ja.
Okay, ich bin so gut wie oben. Ich bin direkt hinter dir. Oh, Seite der Grenze. Jetzt sind wir hin. Von der anderen Seite. Eben, jetzt sind wir hinten da. Die Steine eben neben uns kann man abbauen mit so einer Pickaxe. Ich glaube, wir müssen durchs Tor vorne. Ja, da gab es keine Zaun. Das ist rechts rum. Aber geht, ich knie mich jetzt wieder, also lauf wieder gebückt. Na, no, immer wenn wir in die Nähe von Häusern kommen. Das Tor ist offen. Oh, okay, war oder ist hier wohl jemand? Oder war jemand? Nehme ich auch mal rein. Die Tür ist auch offen, okay, ist klar. War jemand? Ja. Definitiv. Ich würde sagen, wir gehen trotzdem rein und. Ja. Aber seid vorsichtig. Visiert an sofort, dass ihr sofort schießen könnt. Vielleicht ist der auch noch oben oder so. Ich guck links in diesen Turm. Okay. Wird aber keiner sein. Ist da jemand? Nö. Okay. Ich stehe vorne in dem Dings. Hat jemand in das kleine Häuschen da reingeguckt? Die Tür von dem Gefängnis ist zu. Ja, das kann ich auch, geht nicht auf. Das Tür geht, das geht nicht auf. Das natürlich geht die auf. Achso, das kleine Häuschen geht nicht auf. Ich würde sagen. Also die Tür. Schau mal um die Ecke. Lol, bei mir gab es gerade irgendwie einen riesen Glitch. Nein, hier ist keiner. Also ich sehe oben keinen. Oben die Tür ist auf jeden Fall auch offen. Die untere ist aber zu. Kann man ja immer noch durch die Wände gucken? Ja, kann man. Das ist natürlich sehr geil. Oben in der Tür, in der Dings ist keiner. Ja, nicht. Wer ist da oben? Ja? Geh mal mit. Na, hier oben ist keiner. In dem Raum hier oben ist auch keiner. Hier ist auch gerade auf den ersten Blick kein. Hier ist noch hier ein Hunting Backpack. Mit einem Magnum. Hier liegt aber auch übelst viel Zeug. Ja man, ich glaube, da liegt ein Magazin, das ich brauche. Aber hier schon wieder ein FNX Magazin, ich habe keine FNX. Hier liegt so eine geile Green Cargo Pants. Habe ich zwar auch, nur meine ist irgendwie voll kaputt. Deshalb tausche ich die gerade mal aus. Ja, meine Pants sind auch irgendwie auf einmal kaputt gegangen, obwohl ich die, obwohl die pristine waren. Bei mir sind die halt so grau geworden durch irgendwas. Nee, bei mir sind sie wirklich ruined inzwischen. Ja, wurde sie einmal angeschossen oder so. Nee, also nicht, dass ich wüsste. Hier liegt übrigens noch ein Black Ballistic Helm mit Warn. Einer von euch kann ihn vielleicht nehmen, weil ich habe gesehen, ihr habt eine Badly Damaged Helme. Mein Helm ah, ja, ist ruined. Ja, dann würde ich den nehmen, oder? Ja, nö. Kann es sein, dass die Gegenstände sich inzwischen mit der Zeit abnutzen oder so? Weil mein Helm ist auch nur noch Warn und der war pristine. Ganz sicher. Mein Helm war pristine. Genau, und die Hunterpens sind inzwischen ruined, also die waren auch pristine. Und die UK Assault was ist auch nur noch Warn. Du hast pristine. Doch die FNX 45, oder? Da liegt ein Magazin auf dem Bett. Hast du nicht mal gesagt, die hast du die? Oh, da liegt noch was zu essen. Hier liegen noch Bandagen, gell? Oder in dem First Aid Kit. Falls jemand braucht, ich hab genug. Ich komm jetzt hoch, gell? So. Oh, oben. Und hier hinten bei mir. Oben ist nichts mehr. Im First Aid Kit sind noch ein paar Bandagen. Hier liegt schon wieder eine Machete. Hast du die da hingelegt? Nee, ich hab die. Sonst nehme ich auch mal die Machete mit. Die braucht ja drei Plätze, glaube ich. Will jemand das First Aid Kit da mitnehmen? Ja, ich kann die Bandagen rausnehmen. Ich habe halt schon First Aid Kit, deshalb. Warte mal, ich habe noch 5 Bandagen, das dürfte reichen. Aber hier ist noch eine Syringe, Bloodbag Kit und IV Start Kit. Noah, wo bist du? Hier neben der. Okay, gut. Geh da mal rein. Da unten ist nichts mehr. Also unten in dem hinteren Raum. Im hinteren Raum. Nein, in dem. Gefängnis. Ja, ist der Lineback, das nehme ich mal mit. Hier liegt noch eine Sonnenbrille oder eine normale Brille. Da hinten liegt noch was zu trinken. Also falls einer will, hinten drin ist ein Helm, der ist noch worn. Den habe ich genommen. Na gut. Trink kurz mal was. Die Uhr sind hier auch noch.
Badly damaged. Also kann es sein, dass der Helm und so und der und vielleicht oh, die Kette. Und genau bei mir auch. Und und ja, Server restart. Dann würde ich sagen, das ist gut, dann können wir gerade nochmal dann, ja, dann haben wir aber alles verloren, was hier drin ist. Ja, es geht. Das passt aber auch ganz gut. Dann würde ich nämlich sagen, dann machen wir hier eine auch ein Folgenende, genau. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ja, würde ich auch sagen. Okay. Dann. Tschüss.